Willkommen im nächsten Video, der nächste Fund. Alter Schwede, das ist tief. Wenn ihr sehen wollt, wenn wir da reinkommen, dann würde ich sagen, dranbleiben, wa? Ist ja geil. Wir sind am nächsten Spot und suchen gerade wieder mal einen Bunkereingang und so ein abgeschnittenes Schloss. Das ist 100%. Hier ist ein verschlossener Bunkereingang und die Leute knipsen das Schloss auf. Übrigens nicht von uns. Ich will nur mal festhalten. Das ist schon richtig lange offen. Und den krassesten Bunker bisher gibt es im letzten Video. Richtig abgefahren. Riesen XXL Bunker. Wir sind wieder zu zweit unterwegs. Der Ben und ich. Alles sehr auffällig hier. Guck mal. Was ist denn das für ein seltsames Becken? Hä? Aber das kennt man auch, wa? Ja. Das ist, okay. Ja, machst du? Ja, hast du? Ja, kannst du loslassen. Und nächstes Indiz. Betonierte Waldwege. Und? Wie weiter? Ja, ein bisschen in. Ah, wird ja leicht aufgeregt. Ja, das wird nicht, Ben, das wird nicht. Oh. Hier war mal was. Scheiße. Hier ist er. Betonplatte oben drüber. Siehst du, da kannst du da, siehst du drin? Ja. Scheiße. Ich meine, vielleicht gibt es ja hier mehrere. Aber du siehst, hier geht's. Ja, das ist schon recht. Guck mal. Ja. Da geht's richtig. Ich will meine Kamera da reinhalten. Da geht eine Leiter runter. Eine Leiter, richtig, ja? Jo. Nein. Da unten ist ein Graffiti. 17.04.2010. Also wir stehen hier an der eigentlichen Notausstiegsstelle und finden keinen Zugang. Fuckety fuckety fuck. Mist. Benni, ja? Da hinten ist noch mehr. Ja. Ja. Oh ja. Oh ja. Das sieht schon wieder so aus, als könnte man hier reinkrabbeln. Dann schicke ich euch mal da rein, wa? Los jetzt. Er geht hier total tief runter, aber ist alles voll mit Baumstämmen. Also, holy Macaroni, die sind aber tiefer, hatten wir die noch nie. Aber kein Zugang, Ben. Wir finden noch den Eingang hier unten. Nächste Indiz. Okay. Und dann haben wir hier vorne. Zugang. Auch hier wieder, ne? Bunkereingang par excellence. So, sieht auch aus wie ein Einstieg. Ja. Aber komplett voll. Also wir grasen hier ein Gebiet von, keine Ahnung, 3-4 Hektar grasen wir ab. Wir laufen uns schon wieder die Beine wund. Ja. Geil, Ben hat was. Warte. Ben hat was. Oh ja. Oh, oh, oh. Das geht Schloss dran. Ja. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ist ja geil. Scheiße. Ja, das ist ein Einlass. Die Sache ist nur die. Wie kommen wir hier wieder raus? Richtig. Ich will da trotzdem rein, Ben. Was sagst du? Warte mal ganz kurz. Ich muss kurz überlegen. Da ist ja eine Stahltür. Da so kommen die Leute da rein. So kommen die Leute da rein. Und wir kommen auch so da raus. Ey, das ist jetzt nicht. Oh. Hast du die Kamera an? Ja. Ja, Alter. Hallo. Es ist wieder soweit. Okay. Warte mal ganz kurz. Wir machen mal. Es kann doch nicht sein. Ja, bitte, bitte. So? Ja. Ich glaube, wir kommen da mit der Stahltür. Ich würde gerne noch einen Baum hierher tragen und den wir einfach quer rüberlegen. Dass wir das auch. Mann, ey, weißt du was ich jetzt hier denken muss?
Beim letzten Mal haben wir auch gesagt, wir brauchen mal Karabinerhaken und Seil. Ein Seil. Das ist schon wieder so ein Ding. Oh, ey, da unten geht's wirklich. Oh, ist das geil. Ja. Ist das geil. Warte. Das ist nicht wahr. Seil? Bissig. Sogar da unten steht sogar eine Palette. Aber lass uns doch eine große Sache. Ja, gut. Du meinst, das Ding hält? Nö, aber das ist auf jeden Fall. Jetzt nicht hier runter, so hoch, dachte ich, dass man irgendwie. Ben, komm. Du blutest, Platzwunde. Tut dir was anderes weh? Ja, für den Nicken? Ja. Abbruch im Krankenhaus. Ben, komm mal an. Ja, ist gut. Irgendwas anderes? Ja, ist gut. Fuck! Scheiße. Wird dir schwindelig? Ja, aber ist das richtig ein Kack? Ja, ist ein Kack. Ich wollte nur testen, weißt du? Das ist doch schon weh. Ah. Ich will nicht, dass du umkippst. Na, schön, dass du da bist. Oh, die Suppe läuft raus. Oh, das war so eine dumme Idee. Aber ich dachte, wenn wir mal rausgehen und dann sieht auch jemand, dass da jemand was drüber gepackt hat. Na, ich wollte ihn testen, wie stabil er ist. Ja, na klar. Aber der Kiefer tut weh, als hätte ich ihn auf die Fresse gekriegt. Die Gesichtshälfte ist wie taub. Und meine Baby ist. Was, deine Gesichtshälfte ist taub? Schwindelig wird dir nicht. Nee. Den Stock gebracht hast du, den Baumstamm, dachte ich, ja, geil. Das war so richtig übertrieben, ist. Ja. Ein Fungus, der hat mir nicht auf die Zähne gebissen, das sind ja mal die Schlimmsten. Man hat es mir auch leid. Na, hallo, ja. Hätte ich einen mühstabileren Stamm genommen. Leute, nach diesem wundervollen Sturz darf ich jetzt mit 3 gebrochenen Wirbeln einer tollen Kopfplatzwunde mit Blatt hier im Krankenhaus überwachen bleiben. Tipp von mir, geht niemals auf Endless Plays allein und lasst es manchmal einfach sein, wenn ihr merkt, es geht da nicht gut rein. Nehmt keine Hilfsmittel wie so ein Ast. Nee. Und übrigens, schönen dritten Advent. Scheiße.